Hey Leute, hier ist euer AquaP und herzlich willkommen zu diesem klitzekleinen Tutorial und eigentlich auch dem ersten Tutorial auf meinem Channel. Heute zeige ich euch, wie ihr ein Geometry Dash Icon für YouTube, Twitter oder was auch immer ihr es benutzen wollt, mit ein paar einfachen Schritten erstellen könnt. Zuerst gehen wir auf die Links in der Beschreibung und müssen ein paar Sachen runterladen. Zum allerersten Paint.net. Paint.net ist so ein fortgeschrittenes Paint-Programm, also besser als Paint, und es ist kostenlos und das macht das Ganze auch zum Besten. Wenn ihr auf diesen Link, wenn ihr auf den ersten Link gegangen seid, downloadet ihr euch das allererste hier, und zwar Download Paint.net Free. Paint.net 3.5.11.zip. Zu dieser Zeit kann vielleicht sogar auch was anderes dort stehen, weil die Jungs, die das erstellt haben, werden es ja natürlich auch noch updaten. Also wird da bestimmt auch eine andere Version hier stehen. Jedenfalls, die ZIP-Datei muss runtergeladen werden. Das ist ein Plugins-Link für Paint.net, der mehr Effekte hinzufügt. Und dann könnt ihr euer Bild ein bisschen mehr aufpeppen. Dafür downloadet ihr euch dann das Megalo Effects Plugin Pack. Momentan ist es auf Version 26, aber wie gesagt, nach dem Video kann es natürlich auch vielleicht sogar auf einer besseren Version sein. Und dann geht ihr einfach hier auf Download Installer und dann installiert ihr eine Exe-Datei. Als nächstes gehen wir auf den dritten Link, welches ein Dropbox-Link ist. Da wird schon automatisch für euch was runtergeladen, ist wieder ein ZIP-Link. Das ist das Geometry Dash Icon Kit, das von jemandem erstellt wurde. Das sind so gut wie fast alle Icons im Spiel vertreten, damit ihr euer Icon auch sehen könnt. Also es sind fast alle da. Nachdem ihr das Ganze installiert habt, müsst ihr noch eine Sache installieren, aber das ist jetzt für die Nutzer, die das schon bereits haben, unnötig. Die können jetzt skippen. Und zwar ist es ein Programm, das ZIP-Dateien entpacken kann. Falls ihr eins von diesen habt, könnt ihr jetzt skippen. Ich werde euch jetzt was einblenden, damit ihr zum nächsten Schritt skippen könnt. Falls ihr nicht so ein Programm habt, empfehle ich euch zwei verschiedene Programme. WinRAR oder 7-Zip. WinRAR, meiner Meinung nach, ist besser. Das ist nicht so sehr komplex. 7-Zip auch nicht, aber ist mehr verständlicher, wenn man es so sagen kann. Ihr werdet dann auf dem Link hier deutsche Version sehen, und zwar 5.4.0. Wie gesagt, wieder mal, es kann ja noch mehr besser werden. Und dann gibt es eine 32-Bit-Version und eine 64-Bit-Version. Damit ihr wisst, welche Version ihr euch runterladen könnt, geht auf euren Desktop, dieser PC und Eigenschaften. Und dann schaut bei Systemtyp, bei mir ist es jetzt 64-Bit. Wenn ihr 64-Bit habt, ladet euch die 64-Bit-Version runter. Wenn ihr 32-Bit habt, verständlich, downloadet euch die 32-Bit-Version. Ich habe das Ganze mal hier, ne? Hier diese vier Dateien. Hier habe ich zum Beispiel WinRAR. Könnt auch 7-Zip runterladen. Bei 7-Zip ist es halt hier so. Dann ist es hier nochmal 32-Bit und 64-Bit. Als nächstes, nachdem ihr das Ganze runtergeladen habt, mal auf jeden Fall für die Leute, die kein WinRAR haben, klicken erstmal auf den Installer und installieren das Programm. Und wenn ihr das gemacht habt, können wir das erstmal von der Liste abhaken. Und als nächstes entpacken wir diesen Paint.net Install-Zip. Dafür müsst ihr da Rechtsklick drauf machen, Extract hier, wenn ihr das auf eurem Desktop macht. Dann bekommt ihr so eine Datei hier. Es ist eine Exe-Datei und die heißt genauso wie der Ordner auch heißt. Bevor wir da gleich drauf gehen, drücken wir auch noch auf das Icon-Kit und extrakten das auch. Dann bekommen wir hier ein Icon-Kit 2.1 bei DEC 2014. Dann könnt ihr die ZIP-Dateien in euren Papierkorb schmeißen. So, als erstes gehen wir auf paint.net und machen zweimal Linksklick. Wir bekommen eine Meldung, dass wir die Administratoren. Damit die Adminrechte bestätigt werden müssen, bestätigt die. Und dann fragt ihr euch, ob ihr schnell oder benutzerdefiniert installieren wollt. Wir gehen auf schnell. Dann müsst ihr auf jeden Fall noch den Lizenzvertrag zustimmen. Und dann wird paint.net installiert. Und ich mache kurz einen Cut und wir sind gleich wieder da, wenn alles installiert ist. Bis gleich. So, da sind wir wieder. Paint.net hat sich installiert. Wir sehen es hier, paint.net. Damit könnt ihr die Install-Exe auch in den Mülleimer schmeißen, weil die brauchen wir jetzt nicht. Jetzt drücken wir auf die Exe-Datei vom Effects-Pack. Wählt ihr aus, wo ihr Paint.net installiert habt. In meinem Fall ist das hier bei dem Program-File. Wieder Administratorrechte, sagt ja. Und dann sollte das schon ganz schnell installiert sein. Kann auch in den Papierkorb wandern. Damit hätten wir alles geschafft von Installation.
Jetzt gehen wir auf paint.net. So, hier haben wir das Ganze und paint.net ist am Laufen. Jetzt öffnen unser Icon-Kit. Hier seht ihr eine weitere Liste von Ordnern. Zuallererst nehmen wir einen Rahmen. Dafür haben wir hier zum Beispiel 6 zur Auswahl. Ich nehme jetzt zum Beispiel mal Border 4. Dann nehmt ihr diese Border und zieht sie in paint.net rein. Drückt auf Öffnen und da haben wir es. Nachdem ihr die Border habt, nehmen wir unser Icon. Ich nehme zum Beispiel ein Random Icon. Wir nehmen mal das hier, Cube 20. So, wir öffnen das Bild ebenfalls und haben das auch. Kurzer Fakt, bevor wir weitermachen. Das Profilbild wird 512x512 Pixel sein. Das ist die optimale Größe für ein YouTube-Icon und eigentlich für auch verschiedene andere. Ich möchte auch gerne ein Schiff hinzufügen. Dann gehen wir auf Ships und hier haben wir eine Menge Schiffe. Wir nehmen mal dieses Schiff hier, das man kriegt von Electroman Adventures, glaube ich. Öffnen wir und haben das auch. Zuallererst gehen wir hier auf unseren Tools, die hier links sind, und klicken auf Farbeimer. Jetzt haben wir hier unten noch eine Palette. Und hier können wir ein paar Farben auswählen. Ich nehme zum Beispiel mal eine Kombination aus Rot und Orange auf unserem Icon. Dann machen wir jetzt mal hier Rot. Das machen wir jetzt mal so die Plättchen. Und dann nehmen wir Orange und machen das schön Orange. Dann haben wir hier erstmal unsere Border. Das sieht erstmal noch ein bisschen langweilig aus. Wir nehmen den Zauberstab und dann halten wir Steuerung auf unsere Tastatur gedrückt. Und wählen hier halt alles aus. Jedes einzeln. So, dann könnt ihr jetzt auch Steuerung loslassen und geht auf Effekte, auf Selection und Bevel Selection. Und dann könnt ihr hier so ein paar Sachen einstellen, wie vom Metal Pack, wenn, falls jemand das kennt, ist ein Texture Pack. Und dann könnt ihr hier so die Stränge einstellen und die Farbe und alles Mögliche. Sieht auf jeden Fall schon mal viel, viel besser aus als zuvor. Damit werden wir erstmal fertig mit unserer Border. Jetzt gehen wir rüber zu unserem Icon und machen wir denselben Schritt nochmal. Damit hätten wir dann unser Icon. Wir nehmen wieder den Zauberstab und machen das gleiche Spiel nochmal. Wir wählen alle Paletten hier so aus. Einzeln, damit es sehr chic aussieht. Effekte, Bevel Selection, können wieder was einstellen. Das sieht eigentlich so aus wie eins von dem Metal Pack. Ich glaube, wir wissen schon, was wir als nächstes machen. Genau, wir machen nochmal das gleiche für das Schiff und wählen wieder den Zauberstab aus. Wählen alles nochmal einzeln aus. Tralalala. Wieder auf Effekte, Selection und Bevel Selection. Das ist natürlich nicht Pflicht. Ihr müsst das nicht machen, aber natürlich sieht euer Icon dann aus wie ein richtiger Boss. Also damit hätten wir jetzt erstmal alles geschafft. Als nächstes gehen wir wieder zu unserer Border, also hier von unserem Rahmen. Hier unten sehen wir eine kleine Fläche namens Ebenen. Dann gehen wir hier auf dieses kleine Icon. Dort steht dann auch neue Ebene hinzufügen. Neue Ebene hinzufügen. Wir drücken drauf und es hat sich eine neue Ebene erschaffen sozusagen und die wird dann eben halt vor dem Hintergrund sein. Was wir jetzt machen, wir gehen zu unserem Cube und drücken alle zusammen Steuerung plus C. Hey Leute, hier ist euer Aqua im Schnitt. Was ich noch sagen will, bevor ihr Steuerung plus C drückt, drückt noch dort unter Bild auf Auswahl abbrechen, damit ihr nicht das Innere des Cubes mitnimmt, weil das ist mir passiert und ich wollte euch da nochmal sagen, dass ihr das nicht machen sollt. Ansonsten geht's jetzt weiter mit dem Tutorial. Viel Spaß noch. Steuerung plus C ist der Befehl zum Kopieren. Und dann gehen wir wieder zurück zur Border und drücken Steuerung und V. Dann haben wir das. So, dann haben wir unseren Icon hier drin. Und mit Linksklick können wir ihn hier rumschieben, wie wir wollen. Und mit Rechtsklick können wir ihn etwas drehen. Dann drehe ich ihn jetzt mal so, dass er so ein bisschen nach unten guckt. So, sieht doch schon mal ganz gut aus. Und damit haben wir erstmal unseren Icon hier drin. So, als nächstes gehen wir zum Schiff und machen dieselbe Sache noch einmal. Jetzt kann das Schiff ein bisschen zu klein sein, glaube ich. Ihr könnt natürlich auch die Größe verändern, nachdem ihr, wie ihr wollt. Und damit haben wir unser Schiff jetzt auch hier hinzugefügt. Und jetzt haben wir eigentlich schon so unser Icon so fast fertig. Aber ich glaube, da fehlt eine Menge Detail auch noch. Und zwar gehen wir hier nochmal hin und gehen auf Flares. Und hier haben wir eine Menge von Lichtstrahlen. Insgesamt ist es 28 und wir können eine davon auswählen. Ich nehme jetzt zum Beispiel die 3. Das ist so rot. Das passt so. Ziehen wir wieder hier hin. Öffnen. Und hier haben wir diesen Flare. Jetzt geben wir hier drauf. Wieder dieselbe Sache. Steuerung C. Und machen hier wieder eine neue Ebene. Und Steuerung und V. Dann sagt er immer, dass das Bild größer ist als das hier. Dann drückt ihr immer auf Leinwandgröße beibehalten. Dann haben wir das hier. Hier ist unser Flare.
leer. Und jetzt denkt man so, ja, jetzt ist das Icon weg. Jetzt kommt die kleine Magic. Doppel-Links-Klick hier drauf. Und dann haben wir hier ein paar weitere Eigenschaften. Und dann gehen wir auf Modus und drücken auf Additiv. Und okay. Und bam. Da haben wir auf jeden Fall schon was Besseres. Dann könnt ihr den Flare jetzt so verschieben, wie ihr wollt. Und damit haben wir schon mal eine Menge geschafft. Aber wir können noch mehr Detail machen. Gehen auf Google Bilder. Und zum Beispiel haben wir jetzt hier Rot, Red, Space. Dann sehen wir hier eine Menge Bilder von rotem Weltraum, weil durch das Additiv, durch diese Additivfunktion können wir noch mehr machen. Ich nehme jetzt zum Beispiel mal, ja, was sieht denn hier eigentlich ganz gut aus? Wie wäre es damit? Hier, das sieht schon mal richtig, richtig geil aus. Und wir fügen das dann auch hier ein, öffnen. Und hier haben wir das. Steuerung C, wieder eine neue Ebene. Leinwandgröße behalten. Und jetzt können wir wieder das Additiv machen. Und jetzt haben wir so einen richtigen Fire-Icon auch erstellt. Ja, sieht doch eigentlich gar nicht mal so schlecht aus. Ich schiebe den mal so hin. Und damit wären wir eigentlich auch schon fertig. Aber noch ein extra Schritt, und zwar den Namen hinzufügen. Wenn ihr das nicht möchtet, kommt jetzt eine Einblendung, damit ihr skippen könnt. Falls wir jetzt eine Schrift hinzufügen wollen, gehen wir hier auf Text, können hier unseren Font auswählen. Der ganz normale Geometry Dash Font heißt Pusap. Dafür gebe ich euch auch nochmal einen Link in der Beschreibung, wo ihr den Pusap Font runterladen könnt. Und dann könnt ihr hier nochmal die Größe bestimmen. Sagen wir mal so 28. Und dann können wir hier unten auch schreiben. Dann könnt ihr auch hier noch die Farbe einstellen. Zum Beispiel kann ich auch schwarz schreiben. Aber dann sieht man das nicht wegen dem Additiv. Ich würde euch natürlich zum Beispiel sagen, dass ihr mit einer anderen Farbe schreiben würdet. Zum Beispiel mit Gelb. Gelb sieht man zum Beispiel sehr gut. Und da haben wir zum Beispiel jetzt meinen Namen hier mal hingeschrieben. So, und damit war es das auch mit der Schrift. Also die Schrift ist gar nicht mal so schwer. Und dann sind wir eigentlich schon fertig mit unserem Icon. Dann haben wir noch einen kleinen Schritt zu machen, und zwar diese Datei zu speichern. Wir gehen auf Datei und gehen auf Speichern unter. Paint.net hat so einen eigenen Dateitypen namens PDN. Und das wollt ihr ändern, indem ihr jetzt schreibt Dateityp. Und da geht ihr jetzt zum Beispiel auf JPG oder PNG, nichts anderes. Und dann nennen wir es zum Beispiel jetzt mal hier Tutorial. Und dann speichere ich das jetzt mal unter meine Bilder, und zwar unter meine Geometry-Bilder, und drücken auf Speichern. Dann fragt er euch nach einer Bittiefe. Da macht ihr einfach immer eine Autoerkennung, weil es passiert nichts Besonderes. Dann drückt ihr OK. Zusammenfassen, und damit habt ihr das. Falls euch dieses Video gefallen hat, wenn ihr gerne noch solche Tutorials sehen wollt, würde ich später sogar noch ein Tutorial machen, wie ihr euch ein Geometry Dash Banner erstellen könnt. Und ja, bitte lasst auch ein Like da. Ich hoffe, es hat euch gefallen und es konnte euch helfen. Wir sehen uns bis zum nächsten Video. Ciao!